Wir werden jetzt erstmal mein Büro umsteigen. Ich hatte einen kleinen Kulturschock, ich kenne sowas gar nicht. Du hast es aber schon mal gegessen. Entschuldigt, dass meine Stimme einfach gerade totaler Rotz ist. Hör dir das, das ist mein Bauch. Morgen, ihr Lieben. Es ist eigentlich schon, oh mein Gott, wie spät ist es eigentlich? 12.28 Uhr. Aber wir waren gestern ziemlich lange unterwegs. Ich war gestern auf Deborahs Geburtstag und wir haben vorher ein Video für Dani gedreht und deswegen sind wir nachts noch nach Hause gefahren. Wir waren um 4 Uhr, keine Ahnung, irgendwas, waren wir zu Hause. Da musste ich mich noch abschminken und dann ging es ins Bett. Deswegen haben wir heute ziemlich lange geschlafen. Ich habe mir jetzt erstmal Kaffee gemacht und habe mir einen Tee gemacht. Habe gerade schon meine Supplements genommen und habe jetzt noch hier meinen Kollagen-Shot. Heute ist so ein typischer Get My Life Together-Tag. Wir müssen einiges erledigen. Ich habe erst überlegt, ob ich heute ein Video für meinen anderen Kanal drehe, so eine Food Challenge. Aber ich muss erstmal ein paar Sachen erledigen, bevor ich das mache. Noch die restlichen Videos aus New York schneiden. So, und dann habe ich auch wieder meinen Kopf frei für neue Sachen, sag ich mal. Und wir werden hier heute auch ein bisschen aufräumen. Dann nehme ich euch natürlich wieder mit. Wir haben gerade schon wieder mit der Küche ein bisschen angefangen. Ich glaube, im letzten Vlog oder vorletzten Vlog habt ihr auch gesehen, dass ich einen riesen Geschirrbeutel eingeräumt habe. Aber wir hatten die letzten Tage wieder irgendwie gar keine Zeit dafür. Und deswegen ist es bis heute liegen geblieben. Aber so ist das manchmal. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal noch kurz meine Skincare. Und dann fangen wir mit dem produktiven Part an. Ihr seht, ich bin jetzt im Gym-Outfit. Ich habe gerade schon ein bisschen was gemacht, aber nicht alles gefilmt. Das zeige ich euch gleich. Aber das Gym macht gleich zu, deswegen müssen wir uns jetzt etwas beeilen. Ich zeige euch kurz mein Gym-Outfit. Und zwar ist meine Jacke von Amazon. Ich habe jetzt noch ein besseres Dupe zu der Lululemon Define Jacket gefunden. Also ich finde, die sieht wirklich sehr, sehr ähnlich aus. Dann habe ich mein Oberteil von Oceans Apart und meine Hose auch. Und meine Schuhe muss ich gleich noch anziehen. Heute steht Oberkörper an. Ich habe noch ein bisschen Muskelkater, weil ich durch die Corona-Pause und dann durch New York so ein bisschen rausgekommen bin mit so schweren Gewichten zu trainieren, aber da kommt man ja auch relativ schnell wieder rein. Ihr hört die Spülmaschine im Hintergrund. Also würde ich sagen, let's go! Training, Oberkörper. Heute ist der übernächste Tag, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben. Denn gestern waren Dani und ich auf dem Geburtstag von meinem Opa. Der ist 85 geworden. Und wir haben mit der Familie gefeiert in der Gaststätte. Es gab Grünkohl mit Pinkel. Und wenn ihr das nicht kennt, dann verpasst ihr was. Denn das ist das niceste norddeutsche, traditionellere Essen, was es gibt. Es ist einfach ultra fettig, aber es ist so nice. Pinkel ist einfach so eine besondere Wurst. Ich weiß auch nicht, warum das so heißt. Ich hatte einen kleinen Kulturschock. Ich kenne sowas gar nicht. Du hast es aber schon mal gegessen. Normalerweise, ja, das ist komisch. Ist im Grünkohl noch so Mini-Schweinchen versteckt. Es gibt ja auch so Kohltuben. Ja, das habt ihr mal bei mir ja, auch untergejubelt. Ja, das haben wir mal extra bei Kunststoff. Daniel so versteckt, ja. Und du hättest dich fast daran verschluckt, oder? Das wäre geil, wenn ich das aufgegessen hätte. Es wäre so witzig gewesen. Aber ja, gestern hatten wir unseren Spaß. Wir waren abends dann noch Sushi essen in unserem Lieblings-All-You-Can-Eat-Sushi-Laden in Oldenburgs Ham & Coco. Wenn ihr mal in Oldenburg sein solltet, dann geht da auf jeden Fall hin. Das ist richtig lecker. Wir haben uns so die Bäuche vollgeschlagen. Heute ist Montag. Ich habe letzte Woche leider irgendwie nicht so viel geschafft. Ich weiß gar nicht warum. Es kann ja auch nicht der Jetlag sein. Vielleicht war ich einfach ein bisschen unmotiviert. Kennt man sonst nicht so von mir. Ich weiß. Es tut mir leid, aber es gibt auch solche Momente bei mir. Aber jetzt geht's wieder los. Wir werden jetzt erstmal mein Büro umstellen. Ich bin ja gerade... Irgendwie sind wir die letzten Wochen immer noch, oder seit dem Umzug, ich weiß es gar nicht, wir sind immer dabei aufzuräumen und irgendwie noch auszusortieren und unser Leben in Ordnung, so, also in Ordnung herzustellen. Ich zeige euch jetzt erstmal ein Vorher. Also ihr kennt ja mein Büro eigentlich schon. Und das Ding ist, ich brauche unbedingt sehr viel Platz zwischen der Kamera und mir. Wenn ich zum Beispiel so Outfit-Sachen filmen will, weil es muss ja im Hochkantformat sein und da brauche ich sehr, sehr viel Platz. Und deswegen wollte ich den Spiegel und den Sessel dort hinstellen. Ich dachte erst, ich möchte meinen Schreibtisch dort haben, damit ich schön Tageslicht habe. Aber das Ding ist, durch dieses Fenster kommt so wenig Tageslicht, dass das nichts bringt. Gar nichts. Ich dachte, ich habe hier einen schönen hellen Raum, aber der ist einfach komplett den ganzen Tag dunkel leider. Und deswegen bringt es nichts, dass ich meinen Schreibtisch dort habe. Deswegen stelle ich den, glaube ich, dorthin. Also auch eigentlich
nicht Lebensfenster, aber von der anderen Seite. Dann habe ich hier ja noch meine Malmkommode. Es tut mir leid, es stehen auch gerade überall Lampen rum. Hier sind einfach nur ein paar Weihnachtsgeschenke, weil ein paar Leute sind nicht da gewesen, wo ich dachte, dass sie da waren. Ich habe auch immer noch ein paar Weihnachtsgeschenke für euch eigentlich. Dadurch, dass Ende Dezember nicht so coole Sachen passiert sind, hat sich das leider auch etwas verzögert. Ich dachte mir, ich werde es auf jeden Fall noch verlosen. Und ich glaube, ich werde als erstes anfangen, erstmal so diesen Müllkram, Wäsche und so hier rauszurollen. Auch noch Reiseunterlagen. Ich zeige euch jetzt mal das Endergebnis und ich muss zugeben, dass schon wieder ein paar Tage vergangen sind, aber ich lag die letzten Tage komplett flach. Ich war einfach schon wieder krank. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich war einfach in den letzten 2 Monaten 3-mal krank. Ich glaube, es waren 3-mal. Einmal hatte ich ja Husten und das waren nur ein paar Tage. Dann hatte ich Corona und jetzt habe ich wieder, also das hat mich vollkommen ausgenockt. Es war wirklich bei mir krasser als Corona. Ich glaube, man hört es auch noch, aber ich muss jetzt so langsam wieder anfangen, weil es geht ja schon bald los und eigentlich war auch geplant, dass ich einen nice Vlog drehe und euch das schon alles erzähle, aber wie gesagt, ich musste alles abblasen letzte Woche. Nee, heute ist Sonntag, also diese Woche. Meine ganze Woche war eigentlich komplett durchgetaktet von Montag bis Sonntag und ich musste alles absagen und musste das so auf nächste Woche verschieben. Manches konnte ich noch nicht verschieben, also ich muss mich noch um ein paar Termine kümmern. Aber ja, manchmal ist das so und ihr wisst, ich tue mich wirklich schwer darin, mich dann auszuruhen und nichts zu machen. Daniel hat mir auf jeden Fall auch sehr geholfen die letzten Tage, hat mir ganz viel Suppe gekocht, mir ganz viel Tee gekocht und hat versucht, sich nicht anzustecken. Das hat auch ganz gut geklappt, aber ja, entschuldigt, dass meine Stimme einfach gerade totaler Rotz ist. Und dass dieser Vlog schon wieder über 3 Milliarden verschiedene Tage geht. Aber ich zeige euch jetzt mal das Endergebnis von meinem Room Makeover. So sieht die Wand jetzt aus. Wieder wunderschön mit hier 2 Lampen. Also die stehen wirklich immer rum. Aber man braucht sie auch andauernd. Hier ist der Spiegel. Ich finde das wirklich richtig cool. Dann habe ich hier jetzt noch so einen Kleiderständer hingetan. Der stand vorher im Eingangsbereich mit Jacken. Die Jacken sind jetzt wieder in Daniels Schrank und eigentlich sollte ich die ja da raus tun. Aber er meinte, er hasst den Kleiderständer im Eingangsbereich, weil der halt den Flur sehr schmälert und da muss man sich da so ein bisschen durchschlängeln, sage ich mal. Also es sieht halt wirklich nicht so optimal aus und verkleinert den Raum halt optisch auch sehr und deswegen meinte er, ich soll das jetzt hier lassen und dass er lieber die Jacken wieder in seinem Schrank hat, weil er da gerade nichts anderes aufhängt. Hier ist gerade die neue Gymshark-Kollektion drauf von Februar. Ich habe auch was davon an. Ich habe jetzt auch wieder einen Link für euch, über den ihr gerne bestellen könnt, wenn ihr Gymshark feiert. Und die Sachen sind richtig, richtig schön. Ich bin so ausgerastet, als ich das gesehen habe. Also ich konnte mir dann Sachen aussuchen, die ich haben möchte. Und wirklich, ich bin so ausgerastet. Vor allem, ich zeige euch das, vor allem über diese Bodies. Also einen davon hatte ich ja gerade eben schon an. Lustigerweise hatte ich den falsch rum an. Also der Ausschnitt gehört eigentlich nach hinten. Ich weiß gar nicht, warum ich das falsch rum angezogen habe. Irgendwie denkt man immer so automatisch, der Ausschnitt kommt nach vorne. Ich liebe diesen gerippten Stoff. Vor allem ist der Body hinten in Tanga-Form. Das heißt, der Po wird nicht gezweiteilt, weil manche sind ja auch ganz normal breit geschnitten. Also manche mögen das, aber ich mag lieber, wenn es so in Tangaform geschnitten ist. Und ihr seht, dass hier unten schon rumhängt. Man kann das unten halt aufmachen. Das heißt, man muss sich nicht komplett ausziehen, wenn man auf Toilette will. Dann gibt es auch noch aus der GFX-Kollektion, also es sind ja mehrere Kollektionen rausgekommen, Biker-Shorts. Hört ihr das? Das ist mein Bauch. Ich muss unbedingt was essen. Biker-Shorts, Sport-BHs und Jogging-Sets. Eine Hose habe ich davon auch schon an. Also ich liebe diese Farbe. Die sieht richtig sommerlich aus. Hier hinten ist dann noch so ein kleines Schriftdetail. Dieses Video ist nicht gesponsert, aber ich muss euch das einfach zeigen, weil in den New York-Videos habt ihr mich auch gefragt, was ich da trage. Und es war nämlich die Gymshark Whitney-Kollektion. Ich habe euch das auf Instagram gezeigt, als sie rausgekommen sind. Also wenn ihr solche Release-Daten wissen wollt, direkt am Tag, dann schaut am besten bei Instagram vorbei, weil die Sachen waren auch sehr, sehr schnell ausverkauft. Also ein paar Sachen sind noch da. Wenn ihr euch davon was holen wollt, dann schaut auf jeden Fall jetzt nach. Es gibt auch neue Farben aus der Sweat-Kollektion. Da gibt es auch eine schwarze lange Leggings und wirklich, ich blende euch hier mal ein Bild ein, holt die euch. Wenn ihr noch eine schwarze Leggings braucht oder man braucht, meistens hat man ja schon eine, aber die ist wirklich so nice und die snatcht einen auch so ein bisschen. Hier ist das Sweat-Set in schwarz mit Shorts und es gibt auch neue Westday-Farben. Mein Schreibtisch kann ich euch nicht so nah zeigen, weil da liegen noch ein paar Rechnungen, um die ich mich kümmern muss. Irgendwie hat mir mein Frauenarzt vergessen, die Rechnung zu schicken und die haben netterweise vorher angerufen und eine Rechnung ging an die falsche Hausnummer. Also das musste ich echt jetzt bezahlen. Ich habe echt Hunger, aber es ist auch schon
13 Uhr oder so. Das Ding ist, ich habe versucht wirklich gestern mein Bett so wenig wie möglich zu verlassen. Und wenn man dann so ein bisschen vor sich hin döst und nichts macht, ich habe zum Beispiel You auch komplett durchgesuchtet, die neue Staffel, snackt man dann die ganze Zeit und dann hat man gar nicht mehr diese richtigen Zeiten, wo man was isst. Und dann, ja, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, mein Körper ist komplett verwirrt. Ich habe mich, wie gesagt, nur von Suppe, Schokolade und gestern gab es Tacos. Wir haben ja auch so einen kleinen Luftreiniger stehen, falls ihr das im Hintergrund hört. Und meine neue MyProtein-Bestellung ist gestern auch angekommen. Ich zeige euch das mal im Schnelldurchlauf. Einmal Clearway in Mojito. Ihr wisst, es ist meine Lieblingssorte. Die ist leer gegangen und ich will die noch zulassen, damit ich das direkt so in meinen Koffer packen kann. Dann habe ich mir das gleiche in Peach Tea geholt. Irgendwie habe ich aus Versehen tatsächlich die große Größe bestellt. Sonst hätte ich das auch mitgenommen. Aber ich weiß nicht, ob das noch in meinen Koffer passt, weil es schon ziemlich schwer. Und ich werde, glaube ich, auch nicht zwei komplette Dosen aufbrauchen. Mal gucken. Dann habe ich mir Omega-3 nachbestellt. Kurkumin und D3 zusammen, Leute. Finde ich richtig nice. Dann habe ich noch Kollagen in Kapselform nachgekauft. Ich nehme ja jeden Tag Kollagen. ZMA. Und genau das gleiche habe ich meiner Mama auch bestellt. Nochmal ein Supplement. Also das ist noch komplett verschlossen. Und das gebe ich ihr einfach, weil ich habe in New York ihr einfach immer jeden Tag meine Supplements gegeben. Und sie fand das so gut. Sie hat gesagt, dass sie nicht so dolle Knieschmerzen hat und dass sie das jetzt auf jeden Fall weiternehmen möchte. Ich habe dann alles, was ich noch hatte, dagelassen. Und ich habe mir noch selber diesen Kollagen-Creamer geholt. Das habe ich gesehen und ich fand es irgendwie mega interessant. Ich habe es gestern auch schon getestet und es schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Also es ist in Vanillegeschmack und man kann das dann so in seinen Kaffee tun. Dann hat man Kollagen und sozusagen so ein bisschen Milchersatz, aber ich habe trotzdem noch Hafermilch dazu gemacht. Genau, jetzt habe ich auch genug geredet. Mein Hals bedankt sich schon. Jetzt in meinem Schlafzimmer und auch gleichzeitig Chaoszimmer, Ankleidezimmer, wie ihr es nennen wollt, wirklich. Unsere Bettwäsche ist ja inzwischen rosa, weil Daniel die ja aus Versehen mit roter Bettwäsche gewaschen hat. Und ich hatte ja ein paar Sachen aussortiert, die sind dort hinten in den Kisten und hinter der Kiste. Ich wollte ursprünglich was davon auch auf Vinted verkaufen. Das Ding ist, ich komme jetzt einfach nicht dazu, die restlichen Sachen einzustellen und deswegen hatte ich erst überlegt, ob ich das jetzt an Syrien und die Türkei spende, aber ich habe jetzt nochmal die Sachen angeschaut und es sind halt Sommersachen und das brauchen die Leute dort ja nicht. Und ich habe jetzt auch schon öfter gehört, dass Sachspenden nicht so stark gebraucht werden wie Geldspenden und deswegen, ich weiß, ich spreche solche Themen nicht so oft an, weil es passiert in letzter Zeit so viel Schlimmes auf der Welt und ich möchte aber hierzu was sagen einfach, weil ich kenne auch selber viele, die Verwandte in der Türkei haben und die ich dann erstmal angeschrieben habe oder auch Daniel angeschrieben hat, ob alles okay mit denen ist und wie es denen geht. Und ich war auch selber schon mal in der Türkei, in Istanbul und dort war ein Erdbeben und das war 2019. Es war nicht direkt in Istanbul, aber es war so surreal einfach. Weil es hat alles gewackelt. Ich wusste gar nicht, was los ist. Ich weiß noch, dass ich damals so zu meiner Kaffeetasse gegriffen habe und die hat gewackelt. Und ich so, hä? Und ich war da gerade von meinem Arbeitgeber in so einem Auslandspraktikum. Ich wollte es auch unbedingt machen. Ich hatte mega Lust. Und meine Arbeitskolleginnen kamen dann also, Sophia, das ist ein Erdbeben. Und dann sind wir, glaube ich, auch irgendwie direkt unter die Tische oder raus. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Das ist einfach so irgendwie direkt gelöscht, dieser Moment aus meinem Gehirn. Aber das war wirklich eine Erfahrung, die will man nicht machen. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das dann ist, wenn das Gebäude, in dem man ist, dann zusammenbricht. Die Todeszahlen steigen ja auch immer mehr und meine Videos sind ja normalerweise immer relativ positiv und fröhlich, aber hier muss ich einfach mal sagen, wenn ihr was spenden könnt, dann macht das auf jeden Fall, weil jede kleinste Geldspende hilft auch. Vor allen Dingen, weil 1 Euro in der Türkei viel, viel mehr wert ist. Also man kann sehr, sehr viel davon kaufen, sag ich mal. Und ich verlinke euch auf jeden Fall ein paar Spendeseiten. Ich will jetzt auch nicht mehr zu lange darüber reden.
reden, aber wenn ihr irgendwie spenden könnt, dann macht das auf jeden Fall, lasst uns da auf jeden Fall helfen. Ich glaube auch, weil ich jetzt die letzten Tage krank war oder auch immer noch ein bisschen krank bin und einfach in meinem Bett lag und wusste so, ich habe ein Dach über dem Kopf und ich habe ein Bett und viele Menschen haben das jetzt nicht und ich habe es die ganze Zeit bei TikTok gesehen, weil wenn man sich ein Video anguckt, kriegt man 10 vorgeschlagen und dann habe ich mir die auch noch angeguckt und das ist wirklich sehr herzzerreißend und da will ich meine Reichweite auf jeden Fall auch etwas nutzen und jeder kann ja trotzdem noch selber für sich entscheiden. So Leute, ich melde mich wieder und werde mich jetzt erstmal abschminken. Ich habe noch den Rest meines Videos zu Ende gedreht, habe noch ein bisschen Video geschnitten und je nachdem, wie es mir gleich geht, mache ich noch weiter, weil ich muss mich ja noch etwas schonen, ihr wisst, ne? Und hier löst sich gerade einfach so ein riesen Hautschüppchen. Ich weiß gar nicht, was abgeht. Wenn ihr sowas habt, versucht nicht, das abzureißen, sondern hofft, dass es einfach, sag ich mal, auf natürliche Weise abgeht. Weil wenn ihr das abreißt, dann könnt ihr eure Haut beschädigen und das wollt ihr ja nicht. Ich kriege öfter die Frage, woher dieses Band ist. Das ist von TK Maxx und ich werde jetzt erstmal... warum ist hier so viel Staub drauf? Das ist von Transparent, der Oil Based Cleanser. Den werde ich benutzen. Den kann ich euch auch gerne verlinken. Und ich merke einfach gerade, dass ich noch falsche Wimpern drauf habe. Nummer 2. Das sind übrigens die neuen falschen Wimpern von Catrice und ich finde die richtig gut. Gleich seht ihr einfach, was mir gestern Dummes passiert ist. Und zwar habe ich mich gestern ja fast nicht aus dem Bett bewegt, aber dann dachte ich mir irgendwie, ich muss meine Augenbrauen machen. Und habe sie dann also gezupft und habe hier oben auch so ein bisschen rasiert und so drumherum. Und habe eben auch sie gefärbt und sie gelüftet. Ich habe hier, jetzt sieht man das auch, zu viel abgemacht. Also ich bin hier tatsächlich so abgerutscht, so klischee-mäßig mit diesem Augenbrauenrasierer und habe da zu viel weggemacht. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man, dass diese Augenbraue viel weiter außen anfängt als andere. Und das rückt mich richtig auf. Man kann es ja zum Glück nachschminken. Als nächstes benutze ich von Formel Skin den Reiniger. Jetzt kommt ein bisschen Rosenwasser. Und jetzt benutze ich diese beiden Sachen. Mir ging es ja einfach so schlecht. Ich glaube, der Körper hat das auch einfach weiter. Und das Ganze kann jetzt schön einwirken.